Hallo, wir sind Thomas, Carolina und Bean und nehmen euch heute wieder mit auf eine unserer Reisen mit dem Motorboot Schnackel. Am ersten Tag unserer Reise müssen wir sehr früh starten, um mit der auflaufenden Tide die Elbe hinaufzufahren. Über die Süderelbe, die Schleusen Geesthacht und Lauenburg und in den Elbe-Lübeck-Kanal. Dort endet unser erster Tag im Ziegelsee in Mölln. Als wir um 2 Uhr losfuhren, war es noch komplett dunkel und ich konnte leider nichts filmen. Caro und Bean lagen noch in der Kajüte und haben geschlafen. Ich wurde dafür durch einen wunderschönen Sonnenaufgang und einen leichten Nebel auf dem Wasser entschädigt. Als wir gegen 7.30 Uhr an der Schleuse Geesthacht ankamen, stand Caro dann auf, um mich mit den Fendern und Leinen zu unterstützen. Bean hingegen blieb im kuscheligen Bettchen. Wer steht denn auch so früh auf? Wir freuen uns jedes Mal, wenn wir die wunderschöne Altstadt von Lauenburg am Wasser sehen und bereiten uns auf die Schleuse zum Elbe-Lübeck-Kanal vor. Hier warten schon diverse Sportboote und wir müssen noch kurz warten. Manch einem fällt es etwas schwerer zu warten, doch mangels Platz muss man dann manchmal leider zurückrudern. Die Schleuse öffnet sich und die Wartenden dürfen nun einfahren. Auf dem Elbe-Lübeck-Kanal lohnt es sich kaum, die Fender wieder abzunehmen, da Schleuse auf Schleuse folgt. Oft sind es nur wenige Kilometer. Ein wichtiger Hinweis wäre die einzige Fähre auf dem Elbe-Lübeck-Kanal. Diese darf nur passiert werden, wenn sie am Ufer still liegt und das Seil nicht gespannt ist. Diese befindet sich unweit von den Sportboothäfen Güster und Mölln in Siebeneichen. Schleusungen kann ein Enterhaken sehr hilfreich sein, um sich mit diesem Stück für Stück an den Leitern entlang zu hangeln. Aber Vorsicht, die Strömung in den Schleusen kann mitunter recht stark sein. Landschaftlich ist der Elbe-Lübeck-Kanal wirklich sehr schön und es gibt immer etwas zu sehen. Der eine erfreut sich an der nicht enden wollenden Natur und der andere erfreut sich an den spannenden industriellen Überbleibseln.
zweiten Tag unserer Reise planen wir, nach Fehmarn zu fahren, um ordentlich Strecke auf dem Weg nach Schweden zu machen. Da wir aber schon so lange unterwegs waren, entschieden wir uns dafür, einen Zwischenstopp in Grömitz einzulegen. Da es ab der dritten Schleuse im Elbe-Lübeck-Kanal wieder abwärts geht, nutzt Bini jede Möglichkeit, um beim Warten auf die anderen Boote kurz an Land zu gehen, bevor es dann schnell abwärts geht. Travemünde angekommen, freuen wir uns darauf, es wieder in nur 2 Tagen auf die Ostsee geschafft zu haben. Es ist wirklich etwas ganz anderes, auf dem Meer zu fahren als in einem Kanal. Das Festland hinter sich zu lassen und die Freiheit zu spüren. Während sich die einen über den reparierten Autopiloten freuen, schläft ein anderer beim Studieren der Seekarte ein. Grömitz hat einen recht großen Yachthafen, der ziemlich alles bietet, was man benötigt. Von der Strandpromenade her bekommt man aber schnell das Gefühl eines kleinen Ballermanns in Deutschland. Trotzdem ist es absolut okay für einen Abend. Die Marina ist sehr schön und man kann die Ostseeatmosphäre direkt in sich aufnehmen. Hier in Grömitz gibt es auch eine tolle Seebrücke mit einer Tauchglocke. Mit dieser kann man sich auf den Meeresgrund bringen lassen. Eine tolle Idee. Am dritten Tag führt uns unsere Planung an Fehmarn vorbei, an die dänische Südküste von Lolland, durch den großen Windpark nach Nystedt. Das Wetter zeigt sich wieder von seiner besten Seite. Sonnenschein, wenig Wind, kleine Wellen. Was will man mehr? Immer wieder sehen wir Schweinswale um uns herum, doch leider sind diese zu schnell wieder weg, um sie zu filmen. Dafür sieht Caro aber, wie sich kleine Köpfe aus dem Wasser heben. Seehunde. 2 geben uns die Chance, sie beim Schwimmen und Abtauchen in die Tiefe zu beobachten. Die Einfahrt nach Nystedt ist etwas knifflig und man muss gut aufpassen, sich an der Seekarte zu orientieren. Das Echolot zeigt uns häufig aufgrund vorhandener Felsen nur noch Striche an. Kein so gutes Gefühl. Das macht es nur bei sehr kleinen Distanzen zum Grund oder bei Felsen. Hier möchte man nicht bei Starkwind Schutz suchen müssen. Die finale Einfahrt ist recht eng, aber gut ausgetonnt. Mit maximal 5 Knops, wie die Dänen sagen, fahren wir in die Marina.
Hier suchen wir recht lange nach einem freien und vor allem passenden Liegeplatz. Die meisten Dalben stehen leider zu eng für unsere 2,85 Meter und so finden wir am Ende eine Lücke an der Hafenmauer. Sobald Bienen etwas Sand sieht, nutzt sie den Moment und gräbt, was das Zeug hält. Jeder braucht ein Hobby. Da wir große Dänemark-Fans sind, lieben wir auch die dänischen Lebensmittel. Hier am ersten dänischen Hafen gehe ich gleich mit dem Faltbollerwagen los zum Dagli-Bruksen, um für unser Frohkost einzukaufen. Ein schönes kleines Städtchen. Am vierten Tag wollen wir wieder etwas Strecke schaffen und fahren durch den Goldburgsund an die Köbing vorbei bis nach Vordingborg. Unsere nächste Etappe auf dem Weg nach Malmö und Kopenhagen. Auch hier gibt es viele enge Fahrwasser, welche nur innerhalb der Betonung befahren werden können. Wieder folgt ein Stück über die breite Ostsee, wo wir die Untiefen der Volsevik umfahren müssen. Hier geht es schon deutlich rauer zu. Auch für Bini darf dann langsam wieder Land in Sicht kommen. Irgendwann ist man auch müde vom Schlafen. Angekommen in Vordingborg gehen wir erst einmal mit Bini auf Erkundungstour. Ich persönlich hätte etwas Bammel dabei, meinen Kopf in ein unbekanntes Erdloch zu stecken. Aber Bini hat ja eine gute Nase. Langsam wird es deutlich windiger und wir schauen in unsere Windfinder-App. Das ist jetzt ungünstig. Für die nächsten 6 Tage ist Sturm angekündigt mit Windgeschwindigkeiten bis zu 43 Knoten. Wir hängen hier fest für eine ganze Woche. Was sollen wir machen? Lernen wir also Vordingborg kennen. Beeindruckend ist die große Burgruine, die man sich kostenlos anschauen kann. Hier gibt es auch ein Museum und einen Aussichtsturm. Wir verbringen die Tage mit Einkaufen, leckerem dänischen Essen, Spaziergängen und beobachten das Wetter im Stundentakt. Bienen ist jetzt schon so lange hier, dass sie mit sich selbst spazieren gehen kann. Nur beim Stöckchenwerfen benötigt sie uns weiterhin. Vordingborg hat mehrere Supermärkte und eine grandiose Bäckerei-Konditorei, die wir absolut weiterempfehlen möchten.
Wir sind nur zu 60% davon überzeugt, dass es sinnvoll ist, am Samstag loszufahren. Einen Tag, bevor es richtig ruhig werden soll. Aber wir brauchen das beste Wetter für die Überfahrt zum deutschen Festland. Also sind wir los. So geht es am 10. Tag von Vordingborg über Nyköbing nach Gedser, dem südlichsten Punkt Dänemarks und dem Fährhafen nach Rostock. Tag 11. Wir starten sehr früh um 4 Uhr, da das Wetter gegen Mittag deutlich schlechter werden soll und fahren von Gedser mit großen Wellen von Achtern nach Grömitz zurück. Anfang war das Meer noch sehr ruhig und der Sonnenaufgang wunderschön. Später, weiter draußen auf der Ostsee, gab es trotz wenig Wind ordentliche Wellen, auf denen wir surfen konnten. Das bringt der Schnackel bis zu 3 Knoten extra. In der Ferne sieht man, wie Regen fällt und der Wind deutlich auffrischt. Dort beginnt das Wetter, dem wir entkommen möchten. Alles richtig gemacht und einen ganzen Tag gewonnen. Morgen können wir entspannt früh um 7 Uhr losfahren und die Ostseestürme hinter uns lassen. Tag 12. Wir tanken die Schnackel noch ein letztes Mal auf und machen uns auf den Weg zum Elbe-Lübeck-Kanal über Travemünde und Lübeck bis nach Güster. Mit dem Erreichen von Travemünde wissen wir, dass wir sicher sind und können uns nun ganz entspannt auf den Heimweg machen und die Umgebung genießen.
Danke, dass ihr uns so fleißig in den Kommentaren und mit Likes unterstützt. Ganz besonders beeindruckt sind wir, wenn ihr uns auf Tour erkennt und wir einen kurzen Schnack halten können. Da es so vielfach gewünscht wurde, nehmen wir euch jetzt einmal ein ganzes Stück auf dem Elbe-Lübeck-Kanal mit und melden uns wieder kurz vor Güster.
Freizeitwelt Güster ist eine kleine, wunderschön gelegene Marina direkt am Elbe-Lübeck-Kanal in einer Seenlandschaft. Bezaubernder könnte es nicht sein. Aber leider war die Ankunft wirklich unangenehm. Das Büro nicht besetzt, den Termin zum Bezahlen um erneut eine Stunde verschoben und so war es das mit unserer Ruhe. Auch die Notwendigkeit, den Personalausweis kopieren lassen zu müssen, empfanden wir als extrem creepy. Hunde sind hier nur geduldet, müssen auch extra bezahlt werden. Müllentsorgung ist fast unmöglich. Aber das Restaurant und die Mitarbeiter waren wirklich sehr, sehr nett. Die letzte Etappe. Auf geht es nach Hause, nach Wedel. Über Lauenburg, Geesthacht und die Süderelbe. Hier möchten wir uns gerne bei euch allen bedanken, dass ihr wieder dabei wart. Wir verabschieden uns bei euch mit ein paar schönen Bildern aus Hamburg, dem Hafen, der Katwigbrücke, der Köhlbrandbrücke, Övelgönne und Wedel. Wir hoffen, ihr hattet so viel Spaß wie wir auf unserer Tour und seid nächstes Mal wieder mit dabei, wenn wir auf Tour gehen. Vielleicht klappt es ja dann nach Schweden. Und denkt bitte dran, wir sagen nicht auf Wiedersehen. In Hamburg sagt man Tschüss.